Ein herzliches Servus, grüß dich und hallo liebe YouTube-Community. Ich hoffe, euch geht's gut soweit und ich begrüße euch zu einem neuen Video bei mir für den Channel Mike Rides MTP. Sehr geil, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute gibt's noch was Interessantes. Mein neuer Kooperationspartner Insta360 hat mir diese Kamera, die Insta360 Go 2, mal zur Verfügung gestellt und ich will euch da heute noch mal ein bisschen grob ein paar Dinge zu dieser kleinen Action-Kamera erzählen, was die alles so kann und wie ich die benutze. Das wollen wir dann auch uns direkt mal anschauen, aber zuerst kommt das Intro und dann geht's direkt los mit dem Video. Die Insta360 ist somit die kleinste Kamera auf dem Markt, die es gibt. Das ist echt verrückt, wenn man sich das Teilchen jetzt mal so anschaut, denkt man, okay gut, ich habe hier ein Case und da steckt die Kamera drin und ja, die Kamera, wenn ich jetzt aber rausnehme, dann zeigt die ihre wahre Größe und guckt euch das mal an, Leute, das Ding ist mega klein einfach und wiegt hier 27 Gramm, wie ich sie in der Hand halte. Das Starke ist, in der Ladeschale sind jede Menge Features und Einstellungen drin verborgen. Allein schon die Tatsache, dass man die Kamera in der Ladeschale via eines Magnetens wieder praktisch ja, haften lassen kann, dass die nicht rausfällt, ist schon mal eine sehr coole Sache. Genauso auch, wir haben hier in dieser Ladeschale zwei solche Stands, dass man die Kamera dann auch mal ohne Probleme irgendwo mal hinstellen kann und man eine Selfie-Aufnahme auch von sich machen möchte. Da ist das dann auch gar kein Problem. Ziemlich cool gelöst bei dem Teil. Genauso integriert in dem Case seht ihr hier die Anzeigen. Diese Anzeigen sind somit einfach zu steuern. Wenn ihr die Kamera praktisch aufklappt, habt ihr schon mal eure Batterieanzeige. Und wenn ich jetzt drauf drücke, Press to Connect, dann verbindet sich die Kamera. Ihr bekommt da ein kleines Zoom-Signal und seid so in den Grundeinstellungen. Insta360 empfiehlt in 1440p aufzunehmen mit 30 Pixel in dem Wide-Format. Und da nutzt ihr dann auch grundlegenderweise dann den sogenannten Flow Stage Stabilisator. Der Flow Stage Stabilisator ist nochmal eine Stufe höher wie der normale Standard Stabilisator, den es so in den Kameras gibt. Und der bietet euch nochmal ein richtig, richtig gutes, ruhiges Bild, wenn ihr auf den Trails unterwegs seid und das grobe Gefahre dann losgeht. Und das wollen wir uns aber gleich dann direkt nochmal anschauen, wenn ich ein paar Aufnahmen mit euch mache. Interessant ist, das Gerät besteht auch aus zwei Akkus. Ihr habt sozusagen den einen Akku in der Kamera und der andere Akku ist in dieser Ladeschale. Das heißt, wenn ihr mit der Kamera filmt und ihr habt die am Helm oder ihr habt die auf einen Selfie-Stick, der ja auch im Zubehör mit enthalten ist bei der Insta360 Go 2 im Programm, könnt ihr ganz einfach die Kamera dann wieder aufladen. Das dauert ein bisschen, wenn die Kamera ziemlich leer gesaugt ist. Ihr schmeißt die Kamera wieder in das Ladecase, braucht ihr ungefähr 30 Minuten, dann ist die Kamera bis zu 80% wieder vollgeladen. Und wenn ihr die Kamera tatsächlich nur in dem Case in Verbindung benutzt, dann habt ihr eine maximale Filmzeit von 150 Minuten. Na gut, da muss man sich ein bisschen dann immer abwägen, ob die Werte wirklich so passen oder nicht. Aber ich denke mal, wenn man sagt, selbst 120 Minuten, ist das doch für eine Kamera in dieser Größe eine richtig, richtig gute Ansage, meiner Ansicht nach. Genauso im umfangreichen Zubehör gibt es da auch super viel. Was ich ziemlich, ziemlich geil finde an der Kamera, es gibt einen Umhänger. Und wenn man zum Beispiel jetzt mal Tutorials zeigen möchte, man möchte am Fahrrad was schrauben. Ich habe das auch mal ausprobiert mit einer Aufnahme, wo ich die Kamera direkt hier vorne an diesen Amulett, sage ich jetzt mal, hatte. Da ist es nämlich auch magnetisch und jetzt passt mal auf. Ich setze das hier hin und kann die Kamera ohne Probleme hier bei mir auf die Brust klicken und habe dann die Kamera ganz einfach hängen und selbst beim Schütteln und beim Wackeln, da hält die richtig stabil und auf dem Trail fliegt die auch nicht runter. Das habe ich schon mal ausprobiert, weil ich es wissen wollte und wir können dann aber nachher da auch noch mal eine Aufnahme mitmachen. Finde ich jetzt aber nicht so gut, wenn die Kamera beim Biken hier montiert ist, denn da ist dann auch ein bisschen der Flow-Stabilisator ein bisschen an seine Grenzen und es fängt dann ja mehr oder weniger das Wackeln an. Aber man ist ja mittlerweile da ein bisschen verwöhnt, was da die Aufnahmen betrifft. Deswegen empfehle ich es euch, habt einen Mount. Ich habe den zum Beispiel jetzt hier an meinem normalen Halbschalehelm. Da ist auch ein Magnet drin. Das heißt, ihr braucht nicht mehr großartig den Helm abnehmen. Ihr klickt die Kamera in den Mount rein und der ist bombenfest. Wie ihr seht, ich kann da wackeln und schütteln und das Ding hält perfekt. Genauso gibt es dann auch im umfangreichen Zubehör dann noch normale Mounts, die man von der GoPro kennt. Genauso auch die Adapter sind da alle kompatibel mit GoPro. Da spart ihr euch auch dann schon mal ein bisschen Geld, wenn ihr in der Verbindung schon mal ein paar Teile von der GoPro zu Hause rumliegen habt und wollt euch vielleicht für die kleine Kamera noch entscheiden. Interessant ist auch das nächste Zubehörteil, was es da gibt. Das finde ich eigentlich am meisten interessant. Ich habe das jetzt in der Hosentasche hier stecken. Das ist das Teil hier.
Dieses Dingerchen ist echt mega interessant. Das ist ein Teil, das klebt so ziemlich auf jeder Oberfläche. Wenn ihr jetzt mal ein paar spezielle Aufnahmen machen wollt, klickt ihr die Kamera mittels des tollen Magnetens auch wieder hier in diesen Halter rein. Und ihr könnt dann auch ziemlich coole Aufnahmen machen, wenn ihr mal mit dem Auto fahren wollt. Oder ihr könnt das Teil direkt an euer Fahrrad dran heften. Ich blende die Bilder jetzt direkt mal ein. Und da könnt ihr dann auch sehen, was da möglich ist. Da ist eurer Fantasie und euren Einfallsreichtum eigentlich keine Grenze gesetzt, was man da alles so mitmachen kann. Das ist eine sehr coole Sache. Vom Laden her finde ich es auch ziemlich cool. Wie gesagt, ihr klickt die Kamera dann einfach wieder in die Schale rein und schon ist die dann am Laden. Genauso wie auch die Fernbedienung ist sehr, sehr cool gemacht. Jetzt gehe ich da mal ein bisschen näher mal mit euch hier ran, dass ihr das mal seht. So, jetzt haben wir hier Press to Connect. Wenn ich darauf drücke, dann verbindet sich praktisch die Fernbedienung mit der Kamera. So, jetzt ist die Verbindung hergestellt und ihr habt hier die ganzen Einstellungen, die ihr sehen könnt. Es ist ein interner Speicher drin mit 27 GB. Ich nehme die ganzen Aufnahmen, wie es mir Insta so ein bisschen ja, empfiehlt. Das sind sozusagen dann die Einstellungen 1440p in dem Pro-Modus, 16:9 Format und mit 30 Frames. Wenn ihr euch jetzt hier dann durchklickt, habt ihr dann die verschiedenen Modes. Ihr könnt auch Timeshifts aufnehmen. Ihr könnt genauso Timelapses aufnehmen mit der kleinen Kamera. Ihr habt die Möglichkeit, reine HDR-Videos zu erstellen, wo ihr selber dann noch auch viel einstellen könnt. Slow Motions sind auch in dieser Kamera integriert und sind möglich. In den Settings habt ihr verschiedene Einstellungsvarianten, die ihr machen könnt. Foto ist auch möglich. Ich versuche das nochmal mit einzublenden, schönes Bild. Und wie gesagt, ich nutze das hier in dieser Pro-Variante und mir reicht das völlig aus und es sieht richtig cool aus. Dann gibt es auch diesen coolen Selfie-Stick. Der ist jetzt nicht wirklich groß, reicht aber völlig aus, um die ja, ein paar einfache Aufnahmen zu machen. Wie hier zum Beispiel, steckt die Kamera einfach drauf und dann habt ihr die Kamera auf dem Stab und könnt dann direkt auch schon ein paar Selfie-Aufnahmen von euch dann machen. Was bei der Insta360 Go 2 auch noch ziemlich cool ist, ist die Wasserfestigkeit. Die hat eine Tauchtiefe bis zu 4 Meter und da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, dass wenn das Ding mal absäuft oder ihr macht im Regen Aufnahmen oder habt das ja, die Kamera am Fahrrad und macht da ein paar speziellere Aufnahmen mit. Es spritzt das Wasser rum, es ist Dreck überall, macht euch da keine Gedanken. Die Kamera hält das ohne Probleme aus und ist da, wie gesagt, vor den Gezeiten relativ gut geschützt. Was bei der Kamera aber noch wirklich am beeindruckendsten ist, muss ich sagen, ist wirklich der horizontale Ausgleich einfach. Also ihr könnt die Kamera so an eurem Helm befestigen, ihr könnt die drehen und schwenken, wie das ihr wollt. Die hat einen ziemlich krass eingebauten Giro, nennt sich das Ding. Und der gleicht alle Bewegungen ziemlich aus, sodass das Bild immer gleich und immer in der Waage ist. Das ist mal mega cool. Da war ich wirklich total begeistert davon, wie das funktioniert. Und ja, ihr kennt es, man hat dann immer so seine Probleme, man weiß immer nicht hundertprozentig, ist die Kamera richtig ausgerichtet oder ist sie nicht richtig ausgerichtet. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, die Software von dieser kleinen Kamera. Denn mit dieser Software könnt ihr nachträglich auch nochmal eure Bilder bearbeiten. Die Kamera nimmt in der Regel die Formate alle in RAW auf und ihr müsst die dann erst anhand von der Software dann in ein MP4-Format rendern, was aber super einfach ist und es ermöglicht euch dann da noch, was sehr, sehr geil ist bei der Kamera, euren Winkel da nochmal nachträglich einzustellen. Wenn ihr den Ultraweitwinkel nicht unbedingt cool findet, könnt ihr auf ein normales lineares Format dann auch nochmal wechseln. Und ihr habt die Möglichkeit, in dieser Software dann auch nochmal das Bild zu verändern und auch nochmal den Stabilisator anzupassen. Genauso auch über die Handy-App könnt ihr dann auch nochmal diverse verschiedene Filter drüber legen, die euch gefallen und auch nochmal total einfach das Video zurechtcutten und dann direkt auf irgendeinem Online-Multimedia-Portal wie, was ist, ich möchte es nicht nennen, ihr kennt es ja alle, aber ihr könnt halt da diese Portale im Endeffekt dann alle nutzen und eure Videos direkt euren Freunden, Bekannten und Verwandten zeigen, was ihr da so an dem Tag erlebt habt. Ich hoffe, euch gefallen diese Aufnahmen jetzt mal. Wie gesagt, ich bin von dieser Kamera sehr, sehr begeistert. Ich finde die richtig cool und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich würde mich mega drüber freuen. Wenn ihr die Kamera echt cool findet oder nicht so cool findet, wenn noch Fragen offen sind, schreibt es unten in die Kommentare. Ich beantworte die euch natürlich total gerne und wir sehen uns dann im nächsten Video und tschüss.